Liebe Studierende, ich begrüße Sie zu unserem Interflex-Seminar Kulturelles Gedächtnis erlebbar machen. Ja, heute online, weil ich leider auf Dienstreise bin und deswegen auch letzte Woche die Erstsemester-Einführung, Sie sind ja alle Erstsemester, nicht mitbekommen habe am Campus. Wir haben uns also noch nicht kennengelernt. Wintersemester 2021-22. Die FH ist wieder am alten Markt. Das ist unser alter Standort gewesen, an dem wir 25 Jahre waren. Das Gebäude ist 2017 nach 3 Jahren Restaurierungszeit der FH nun im 30. Jubiläumsjahr wieder eröffnet worden. Es beherbergt neben dieser sogenannten Außenstelle der FH auch das neu gegründete Institut für Liberal Arts oder das Zentrum für Medienwissenschaften, eine Kita, ein Jugendclub, Künstlerateliers. Die Galerie Sperl ist auch wieder hier und einiges mehr. Das Seminar habe ich aus inhaltlichen Gründen an diesen alten Standort verlegt. Wir befinden uns hier in einem denkmalgeschützten Hörsaal, auf dessen Holzbestuhlung Generationen von Studentinnen Bildungsarbeit genossen haben. Seit 1977 am Institut für Lehrerbildung und von 1991 bis 2017 eben die Fachhochschule. Ich möchte Ihnen zum Einstieg einen Film zeigen, der ein Ereignis dokumentiert, das am 21. Oktober 2017 in diesem Gebäude stattgefunden hat. Die letzten Fachbereiche waren damals auf den Campus gezogen und die FH hat aus Anlass des Abschieds vom Alten Markt in ihrem 25. Jubiläumsjahr die Türen des leeren Gebäudes für einen Kehraus nochmal geöffnet. Über 50 Hochschulakteure und Gäste haben in einer offenen Laboranordnung ihre Positionen, Ideen und Erinnerungen zu diesem im Verschwinden begriffenen Ort gezeigt. Denn der DDR-Plattenbau sollte damals, es ist wohl anders gekommen, zugunsten einer historischen Bebauung wieder abgerissen werden. Videos, Performances, Gespräche, Media-Walks und so weiter haben das Gebäude kurz vor Toresschluss noch einmal aufleben lassen. Es ging um die Wissensschätze einer Hochschule und vor allem darum, wie man das kulturelle Gedächtnis eines öffentlichen Ortes erlebbar machen kann. Das kann man natürlich auch mit realen Artefakten aus der Zeit. Sie haben diesen Schlüsselbund im Hauptgebäude auf dem Campus vielleicht gesehen. Er hängt neben den Sternornamenten, die hier ehemals an dem Gebäude angebracht waren und wohl auch wieder hierher kommen sollen. Ich zeige Ihnen nun den Film. Ja, hier befinden wir uns im ehemaligen Schaufenster. Das war ein Veranstaltungsraum der Fachhochschule, in dem am Ende auch dann eine Galerie und ein Institut beherbergt war. Hier war die Ankommenssituation für Kehraus. Warum dieser Film? Wir hatten ein Fotoverbot. Es durfte nicht gefilmt werden beim Kehraus, weil die Lage ja etwas brenzlig war wegen dem Abriss. Und wir waren ja froh, dass wir überhaupt den Kehraus hier im Gebäude nochmal durchführen konnten. Also hier gab es die Ankommenssituation mit einem Counter, an dem die Menschen ihre Erinnerungen aufschreiben konnten auf einer Erika-Schreibmaschine. Natürlich lange Bahnen mit Wünschen. Hier gab es das Kiosk, das Kehraus-Kiosk hat
von allen Dingen 100 gehabt. Es gab 100 Schlüssel, die in Schneekugeln eingebaut waren. Es gab 100 kleine Modelle, 3D-Drucke von der Fachhochschule. Es gab Broschen von dem Fensterornament, also so eine Art Anstecknadel. Das wurde alles am Abend dann bei der Veranstaltung, die dann das Ganze abgeschlossen hat, wurde das also an die Menschen gegeben. Wir haben an diesem Schalter hier, konnte man, da waren die Gäste gebeten, Porträts zu malen. Ich habe hier noch eins gefunden. Porträts blind gemalt und signiert. Es hingen 500. Hier ist so ein Beispiel. Es war statt Gästebuch. Eine andere Art von Gästebuch haben wir ausprobiert. Dann gab es an dieser Wand, die ganze Wand war voll geschrieben mit dem Akronym FHP, FES. Warum FES? Das ist die Friedrich-Ebert-Straße. Das war die Abkürzung für unser Gebäude. Ja, es stand da, Fachhochschule Potsdam findet einen Standort zum Beispiel, aber auch kritisches, feudal, herrschaftliches Preußenkultur findet ein Symbol. Also wir mussten es alles wieder überstreichen, es war nicht so alles gewollt im Nachgang. Ich stehe hier mitten in der Skulptur. Schaufenster Reloaded haben wir es genannt. Hier waren Tische und Stühle, die wir nicht mehr gebraucht haben nach dem Auszug. Aufgebaut, die Produktdesigner haben sich da irgendwie wirklich nicht nur Mühe gemacht, sondern das super hinbekommen. Es war eine Installation, in der man sitzen konnte, in der man miteinander auch reden konnte, sozusagen auch ein Ort zum Entspannen. Total riesig, also es war wirklich super. Im Nebenraum war Martina Apri mit ihren Architekturstudenten. Der Raum ist nochmal genauso groß wie dieser. Die haben Modelle und Zeichnungen für eine Nachnutzung nochmal gezeigt vom alten Markt. Draußen, das ist auch noch ganz wichtig. Das können wir jetzt leider nicht zeigen, weil es ist ja alles zu. Das Schaufenster ist mit Platten belegt. Aus Sicherheitsgründen, direkt nach dem Kehraus ist das gemacht worden, also eigentlich vor ein paar Tagen. Hier gab es den Zeitstrahl entlang der Fassade vom alten Eingang der Hochschule bis hierher. Zeitstrahl 40 Jahre dieses Gebäudes, von der Gründung angefangen, dann sind sogar noch ein paar mehr Jahre, 72 war die Gründung, bis sogar in die Zukunft geblickt, bis 2021 ging der Zeitstrahl und die Gäste konnten eintragen. Da bin ich durch die Prüfung gefallen. Oder hier war die Erstberufung von Helmut Knüppel als Gründungsrektor unserer Hochschule. Oder hier ist der Fachbereich Design in diesem Semester auf den Campus gezogen und so weiter. Also eine Protokollierung eines Zeitabschnitts mit persönlichen Erinnerungen, aber auch mit offiziellen Daten, was die Hochschule betrifft. Das war also sehr spannend, da haben ganz viele Leute mitgemacht. Ja, ich gehe jetzt hier raus, aber ich will nicht vergessen zu erzählen, dass man dann für die Laboranordnung sich bei Matze fit machen konnte, nämlich im ehemaligen Ebbeling Sporthaus. Wir gehen jetzt aber hoch in die Laboranordnung. Ja, im Schaufenster, wo ich jetzt gerade herkomme, da haben wir auch abends natürlich gefeiert, nachdem hier alle die Laboranordnungen gesehen haben. Die Laboranordnungen waren ja 50 Akteure der Hochschule, die hier Wissensschätze, Kunst, Kultur, Forschung gezeigt haben. Ich kann nicht alles vergegenwärtigen, aber ein paar Projekte würde ich gerne doch nochmal in Erinnerung rufen. Zum Beispiel hier in diesem Studentenwerkspforte. Der ganze Raum war voll mit weißen Luftballons, die aber so bläulich schimmerten. Ich weiß gar nicht, wie die das hergestellt haben. Und Schrift drauf, Bildungsthemen. Das waren die Barbeck-Studierenden. Wir haben ja jetzt einen Studiengang für Bildung und Erziehung seit einigen Jahren. Die haben also hier gearbeitet in diesem Raum und haben auch hier noch ringsherum eine Rallye aufgebaut, so eine Art Kugelbahn. Und aus diesem Raum da hinten kam das Rhizom, so habe ich es genannt, aus recyceltem
Büropapier. Es wird an einer Hochschule so viel Papier weggeworfen. Ich habe also Papier über ja, fast ein Jahr gesammelt, Berge, und das wurde zu Röllchen gerollt und als Skulptur wanderte. Das war auch ein partizipatives Mitmachprojekt hier in den Raum. Das war schon auch ziemlich eindrucksvoll. Naja, und ich schlender dann hier so lang und da begegnet mir ein Ei. Ich dachte, was ist das denn? Und das Ei fragt mich, ob ich wüsste, wo hier ein Ort zum Schlüpfen sei. Ich sage, was, du willst hier schlüpfen? Überhaupt ein Ei, das laufen kann? Also, habe ich noch nie gesehen. Ich gehe mal weiter. Das Ei ist mir noch mehrfach begegnet bei meinem Rundgang. Ja, hier sind wir am Ende der Fachhochschule. Früher ging es aber weiter. Man hat hier jetzt einfach den Binder abgebaut. Hier war eine der Stationen des Media Walks der europäischen Medienwissenschaften. Anke Rinnen und Fritz Schlüter haben da die Studenten auf guten Weg gebracht. Einer der Walks, man geht so mit einem Tablet durch das Gebäude hier entlang und man hört und man sieht eine Überschreibung. Also man sieht Dinge auf dem Tablet im realen Raum, die gar nicht im realen Raum da sind. Hier hat man mitbekommen, wie sich Frank und Rosa, Schülerinnen, Schüler im Institut für Lehrerbildung, wie die sich kennen und lieben lernen und sich verabreden für nach der Schule. Also ich kann die Geschichte nicht im Einzelnen erzählen, aber das war einfach eine ganz tolle Geschichte, hier durch das Gebäude nochmal zu gehen und die alte Zeit, die ganz frühe Zeit hier aufleben zu lassen. Hier war das Erzählseminar mit die Kunst, den Chaos zu erzählen. Die haben das eingerichtet wie eine, das ist ein Zungenbrecher, tatikiste Teestube. Ich krieg's nicht raus. Teppiche, dick mit Decken und es gab wunderbaren Tee. Bergtee aus Tadschikistan. Jetzt habe ich es. Und hier waren die Seminarräume für die zukünftigen geflüchteten Menschen, die hier studieren wollen. Die mussten ja Prüfungen machen, die wurden vorbereitet. Und die haben einen ganzen Raum mit Schrift gestaltet aus allen Kulturen dieser Welt. Also nicht alle Kulturen, weil ein Raum hat ja leider nun mal nicht mehr als 6 Flächen. Aber wir hatten Chinesisch, Arabisch, Armenisch war auch dabei, Deutsch natürlich auch, Deutsch war am Boden. Es war ein Paragraph der Menschenrechte. Das Deutsche am Boden hatte Lücken, sonst war alles beschrieben. Ja, die gesamte Wand war beschrieben, aber der deutsche Paragraph am Boden hatte Lücken und man sollte da, das war so die Idee, halt nicht die Menschenrechte betreten, mit Füßen treten, sondern ja, sensibel damit umgehen. So habe ich das zumindest verstanden. Um diese Lichtdurchflutung ein bisschen zu erleben, würde ich gerne hier nochmal in den Dekanatsbereich, wo ich übrigens unseren Gründungsrektor getroffen habe, Herr Knüppel, der war ja natürlich auch am Chaos und wir haben gemeinsam unserem jetzigen Präsidenten bei seiner Lesung gelauscht. Er hat also aus einem eigenen Buch vorgelesen. Ich habe jetzt den Titel nicht mehr im Kopf und hat Keyboard gespielt. Das war irgendwie sehr schön, den jetzigen und den alten Präsidenten hier zu begegnen. Und dann sind wir hier noch in einem etwas merkwürdigen Raum mit dieser schrägen Wand da. Also sie ist nicht schräg, sondern sie mutet irgendwie komisch an. Das ist hier ehemals das Büro von Minister Reiche gewesen. Hier war nämlich nach der Wende das Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft. Zeitgleich dann mit der Hochschule, das Ministerium ist ja dann ausgezogen. Und man munkelt, dass diese Wand aus Sicherheitsgründen, ja, hier war der Schreibtisch von Herrn Reiche, aus Sicherheitsgründen eingebaut wurde. Herr Hobom wollte darüber erzählen als Bibliothekswissenschaftler.
interessiert er sich ja auch für verborgene Wissensschätze. Und sein Projekt Phantomschmerzen wollte unter anderem klären, was dann das mit dieser Wand auf sich hat. Aber wir werden es nicht erfahren. Herr Hobom hat leider für Chaos absagen müssen. Ja, hier war das Dekanat. Frau Moretto, Frau Häusler. Und dann sind wir auch schon wieder draußen. Hier fand noch Schwarzhören statt. Die Sekretärinnen müssen tagtäglich so viele Fragen beantworten, Anrufe. Wir haben alle Anrufer aufgenommen, die Fragen notiert und nochmal auf Band gesprochen und in einem Telefon abspielen lassen, ein altes Telefon, sodass also die ganze Fragenpalette. Oh, Frau Moretto, wissen Sie, wann die Veranstaltung von Frau Seitz stattfindet? Ich habe gerade das Vorlesungsverzeichnis nicht zur Hand. Solche Fragen, die irgendwie manchmal auch so nervig sind, und unser Personal ist doch einfach freundlich immer wieder. Und ja, das Schwarzhören, das war so die Idee, da mitzuhören, das sollte das ein bisschen, ja, aufmerksam drauf machen. Ja, hier war die Lebensader von Birgit Kauer, eine Schlauchinstallation, die durchs ganze Gebäude sich schlängelte. Wir sind ja hier im zweiten Geschoss, es ging durchs erste Obergeschoss und bis runter ins Schaufenster, um von dort in die Erde zu gehen und am Campus wieder rauszukommen. Das war schon eine tolle Idee. Wir sind nämlich ja um 24 Uhr noch mit Straßenbahnen zum Campus gefahren. Da wurde das Gebäude hier symbolisch abgeschlossen. Alle mussten es verlassen und ja, das war sozusagen der Übergang. Und die Schlauchidee oder die Lebensader hat das irgendwie sehr schön symbolisiert. Hier wurde der Film Der Raum 4070 gezeigt von Pitt Stolz. Eine Dokumentation über sein Psychoseseminar, das er jahrelang hier durchgeführt hat. Und da ist ein super Film entstanden, der auch preisgekrönt worden ist. Ich will jetzt gerne noch in einen Raum gehen, der mir besonders am Herzen liegt. Zeige ich. Ja, die 4066, der ehemalige Theaterraum. Ich bin ja schon 23 Jahre hier an der Fachhochschule, unter anderem eben auch für den Theaterbereich zuständig, ästhetische Praxis, habe ich es genannt. Und der Raum hieß 23 Jahre ästhetische Praxis. Hier haben meine Alumnis, sogar Studentinnen, ehemalige, die sind ja jetzt auch schon in die Jahre gekommen, also aus der ersten Generation der Studenten, haben hier mitgewirkt. Ich habe also noch Kontakt und sie haben irgendwie Requisiten aus Projekten, die wir durchgeführt haben, wie der Waschplatz, wie Preußen gegengelesen. Ich habe so viele Projekte in all den Jahren gemacht. Das haben die hier nochmal erinnert mit Bildmaterial, teilweise Performances. Es wurden Filme gezeigt und vor allem haben sie eben agiert. Ich war ziemlich gerührt davon. Fast so alt wie die Fachhochschule, so lange bin ich hier. Unten drunter ist mein Büro und dieses Büro war ehemals die Holzwerkstatt. In der Holzwerkstatt wird Holz gehobelt und gestaltet und da hat unsere jetzige Holzwerkstatt also in meinem Büro, das ehemals Holzwerkstatt war, eine Träneninstallation aus Holz gebaut, so eine Art Mobile aus Tränen, weil die besonders traurig sind, dass wir hier diesen Ort verlassen. Hier in diesem Gang war auch ein Projekt, das aus dem Bereich der ästhetischen Praxis gekommen ist. Es war ein Reenactment von einem Projekt, das wir zum Preußenjahr gemacht haben. 2001 war das, glaube ich, oder? 2001, genau. Zum Thema Bildung. 2500 Jahre Bildungsideale auf 5 Stühlen, wo Studentinnen, Studenten per Walkman, also die alten Kassettengeräte, Texte aufgesprochen haben und die nachsprechen, wie so eine deutsch-deutsche Übersetzung. Und ein Stuhl war leer, man konnte also sich selber
Als Gast hier konnte man partizipieren und auch davon erzählen. Von Platon über Rousseau und Schiller bis hin zu Nida Römmeling, der heute sehr kritisch auf die Bologna-Reform zum Beispiel blickt. Ja, dann, ich erinnere noch, wie ich hier das gehört habe, kamen aus dem Keller tief unten unter der Treppe die Gampenklänge von Frau Bott. Frau Bott ist Gampenspielerin und hat John Dowland hier zu Gehör gebracht. Ganz sensibel, leise, melancholisch. Und hier war bis vor 4 Tagen, nämlich am Kehraus noch, die Sternornamente, diese wunderbare, ein Schatten, eigentlich eine schattenspendende Kulisse gewesen, auf die Designer eine Fassadenprojektion, die wirklich auf die Sterne bezogen war, vorbereitet hatten, und die wurde am Abend gezeigt. Also eine Riesenprojektion. Es waren insgesamt 6 Filme, die also hier auf das Gebäude projiziert wurden. Ja, und dann gehen wir mal in die Bibliothek, in die alte. Ja, hier ist das ehemalige Sporthalle des Instituts für Lehrerbildung. Man sieht hier noch die Markierung. Das wurde zu Fachhochschulzeiten, war es die Bibliothek mit natürlich riesigen Metallregalen, und die Summer School von Design und Architektur, die haben hier Hand angelegt. Das sind Schülerinnen und Schüler, die sich dafür interessieren, vielleicht an der Fachhochschule zu studieren. Die haben einen riesigen Parcours aufgebaut, durch den man gehen konnte. Das war also sehr, sehr eindrucksvoll. Ja, nach dem Parcours in der Bibliothek konnte man hier in unserer Galerie auch unten die postergroßen Fotos vom FH-Gebäude von Stefanie Neumann bewundern. Das war wirklich großartig, davor zu verweilen und die Schönheit des Gebäudes nochmal zu sehen. Aber auch das Ruinöse, das ja inzwischen hier auch eingekehrt ist. Der Reader's Corner, dort hat die Bibliothek Kollegen gebeten, aus der Lieblingslektüre vorzutragen. Und hier im kleinen Foyer vor dem großen Hörsaal hat Marian Dörck seine Schwarzlichtinstallation gemacht. Ein Netzwerk, bunt, farbig von den Kooperationen der Kolleginnen und Kollegen, die Interflex-Seminare machen. Ja, hier war die Linie 25 Jahre Tag für Tag, eine 6-stündige Performance, die 25 Jahre wirklich jeden Tag notiert hat. Ich erinnere mich, hier ungefähr war der 1.10.94, das war der Tag meiner Berufung. Was macht der Kalender hier? Da haben wir ein Jahr vor dem Kehraus angefangen, jeden Tag abzureisen. Noch 95 Tage bis zum Kehraus, und an dem Tag wurde das Haus besetzt. Der Kalender wurde nicht mehr weitergeführt. Ja, unzweifelhaft befinden wir uns hier in der Mensa, wie man sieht. Hier hat übrigens ein Projekt stattgefunden, wo sich Alumnis, also ehemalige Studenten von uns, vorgestellt haben mit ihren Unternehmensideen, Gründerinitiativen. 7 Sachen hieß das Projekt. Ja, und dann hier endete auch der Media Walk, den ich ja auch gegangen bin mit dem Tablet. Hier hat eine Party stattgefunden, das hört man auch. Und während der Party ist die Mauer gefallen. Ich erzählte ja schon, dass Frank und Rosa sich getrennte Wege anfingen zu gehen. Und mit dem Mauerfall war dann klar, Rosa geht nach Hamburg und Frank bleibt in Potsdam. Ich wollte noch mal in den Hörsaal, da hat ja die PowerPoint-Karaoke stattgefunden. Das war wirklich lustig, wie Peter Knösel als Rechtswissenschaftler, Asylrecht und so weiter ist sein Thema, wie er die Interface-Folien von Marian Dörck besprach. Was machst du denn hier? Hey! Schlüpfen! Ich habe mich
Das geht doch nicht. Du kannst hier nicht bleiben. Das Haus wird abgerissen. Aber dann will ich wenigstens mal in den Hörsaal noch gucken. Da waren doch die Brüder Grimm. Ach, Mama, so. Du konntest die Tür nicht aufmachen, um selber zu sehen. Weißt du noch, von Nicola Lepp, die Brüder Grimm. Das war so toll. Stimmt, das war auch hier. Aber wir müssen jetzt wirklich gehen. Es geht nicht. Das Haus wird abgerissen, du musst woanders schlüpfen. Es ist unfassbar, dass man dich bisher nicht gefunden hat. Ich habe mich versteckt. Ja, das merke ich. Ich will aber hier schlüpfen. Nee, das geht nicht. Das geht auf keinen Fall. Hier ist es schön. Ja. Ja, hier im alten Eingang war ja die Performance von Carsten Henzel. Da warst du doch auch. Das hast du dir doch angeschaut. Du wolltest doch da auch schon bleiben und schlüpfen. Das ging natürlich nicht. Ja, war ein gutes Fest. Ja, aber das geht halt nicht. Ich will aber nicht gehen. Komm, ich erzähl dir was. Es war einmal ein Lattenzaun mit Zwischenraum hindurchzuschauen. Ein Architekt, der dieses sah, stand eines Abends plötzlich da und nahm den Zwischenraum heraus und verbaute ihn in dem großen Haus. Der Zaun indessen stand ganz dumm, mit Latten, ohne was herum. Ein Anblick, grässlich und gemein, drum sah es endlich der Senat auch ein. Der Architekt jedoch entfloh, erlangt am Ende Weltniveau. Ja, es ist, wie Sie sehen, weil wir an diesem Standort sind, es ist alles anders gekommen. Ein Tag vor der Übergabe des Gebäudes vom Land an die Stadt verkündet Oberbürgermeister Jan Jacobs, dass man den DDR-Plattenbau nun doch erhalten und weiterhin öffentlich nutzen wolle. Die Besetzung der Hochschule, es gab eine große Besetzung 2017, kurz bevor eben auch der Kehraus stattfinden sollte, und der vehemente Ruf der Potsdamer Bürger nach einer Nachnutzung haben die Stadtväter und Mütter umdenken lassen. Zumal gerade auch der Kehraus deutlich gemacht habe, was der Innenstadt zukünftig fehlen werde. Ein Ort der Versammlung für Wissenschaft und Forschung, für Kunst und Kultur. Der große Mäzen Hasso Plattner hat eine zweistellige Millionensumme gesponsert, sodass man die bereits erhaltenen Fördergelder auch zurückzahlen konnte. Man wollte dem Druck der Öffentlichkeit schließlich doch nachgeben, hat eingesehen, dass eine soziale und auch städtebauliche Durchmischung gerade auch in einer Innenstadt Potenzial habe, dass es wichtig ist, das kulturelle Gedächtnis einer Gesellschaft zu bewahren. Und dies hat wohl auch bundesweit Aufsehen erregt. Es gab viele Artikel über diese Pionierarbeit, die in Potsdam mit diesem Akt geleistet wurde. Ja, bis zum nächsten Mal, wo wir uns hier dann live treffen, bitte ich Sie, die Broschüre zum Kehraus anzuschauen, die Texte von Aleida Aßmann zur Erinnerungsarbeit und von Martin Sappo DDR erinnern und meinen eigenen zum Thema Orte der Versammlung zu lesen. Sie sind auf Moodle hochgeladen. Wir haben dann das nächste Mal genügend Stoff für eine hoffentlich anregende Diskussion. Tschüss, bis zum nächsten Mal.